Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Episode bei Graveyard Keeper. Mein Name ist immer noch Kenny und wir wollen uns jetzt hier mal direkt lockerfrei um unsere landwirtschaftlichen Erzeugnisse kümmern, dass wir die jetzt einmal hier so weit aus dem Boden rausholen, was es denn da so zu holen gibt, und das Ganze dann auch wieder auf Vordermann bringen. Denn die Zeit schläft natürlich nicht und will auch irgendwo sinnvoll genutzt werden, und das wollen wir doch dann jetzt auch mal tun, indem wir dann hier auch gleich unsere ganzen Erzeugnisse dann mal aus dem Boden wieder rausholen und dann auch zeitnah wieder verwerten können, was wir halt dann schon ja überhaupt verwerten können. Doppelt gemoppelt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Genau, um das Ganze halt einfach so effektiv wie möglich gestalten zu können. Genau, und dazu wollen wir jetzt wieder den Dünger in den Boden bringen und dann gleich die nächsten Pflanzen wieder rein. Ich versuche das jetzt hier einfach mal relativ schnell durchzubringen, das Ganze. Denn wir haben noch ein bisschen was vor. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen genauer den Part in unseren Katakomben angucken, den wir jetzt im vorletzten Let's Play freigeschalten haben. Und ja, da möchte ich tatsächlich mal gucken, was wir denn dort so tun können. Und das würde ich jetzt halt gerne als nächstes in Angriff nehmen wollen. Aber vorher natürlich auch einfach noch hier die landwirtschaftliche Seite oder Komponente nicht ganz außer Acht lassen. Das muss ja auch gemacht werden. Sonst macht es ja keiner, wenn wir es nicht tun. Und genau, deswegen das hier einmal schnell durchexerzieren, hoffentlich. Das dürfte noch passen, genau. Und dann müssten wir hier drüben auch noch was in den Boden bekommen können, theoretisch. Nämlich die Hanfsamen, genau. Okay, dann wollen wir alles, was wir nicht gebrauchen können, dann direkt wieder loswerden. In Form von Karottensamen. 7 Rüben will ich nur loswerden. Nein, wieder genau falsch. Ich falle jedes Mal drauf rein. Aber ich möchte jetzt auch nicht hunderte von Rüben mitnehmen. Eigentlich will ich jetzt nur 3 haben. Ach, das ist aber auch echt. Mann, Mann, Mann. Na gut. Sei es drum. 3 Stück hätte ich gerne. So. Danke. Jetzt haben wir die 10, dass wir die dann auch wieder in unsere Tonne legen können. Und dann hoffentlich zeitnah dann die nächsten sterblichen Überreste hier in Empfang nehmen können. Um sie dann für uns nützlich weiterverarbeiten zu können. Genau, gut, das haben wir soweit. Und dann wollen wir ohne zu große Umschweife relativ schnell in den Keller gehen. Ich will hier nur noch mal einmal prüfen. Wir haben tatsächlich noch relativ viel Mehl, aber für Teig bräuchten wir noch ein wenig mehr Wasser. Dann sollten wir vielleicht noch einmal Wasser ziehen, ein bisschen Teig herstellen, dass das Brot zumindest nebenbei läuft. Weil, ihr wisst ja, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Essen geht hier gar nichts. Wenn wir jedes Mal uns darauf verlassen würden, dass wir das Essen oder beziehungsweise die Energie damit so auskommen würden über den Tag, dann würden wir gefühlt den halben Tag ohne Energie durch die Gegend laufen und könnten halt nichts mehr tun. Das wäre dann ja doch ein wenig schade. Verschwendetes Potenzial, möchte ich fast sagen. Also noch schnell ein bisschen Teig gemacht hier und das Ganze dann noch einmal in den Ofen gestopft. Und dann wollen wir gleich durch den Keller uns dann mal das Ganze näher ansehen. Oh, noch ein bisschen mehr. So. Zack, Abfahrt. Brot wird gemacht. Haben wir jetzt noch was Unnützes auf Tasche? Ah, die Möhren haben wir jetzt nicht weggepackt. Okay, sei es drum. Die Beeren können vielleicht gleich noch essen. Die Möhren, ja, wir gehen dann gleich unten rum, dann auf der anderen Seite quasi wieder raus. Und ja, machen das dann. Genau, wir schreiten jetzt hier einmal auch nochmal schnell lang. Dann können wir nämlich noch hier rein und das rauspacken. Das brauchen wir nämlich beides nicht jetzt erstmal auf Tasche. Und dann hier durch unseren Sezierbereich, durch die Leichenhalle. Was tun wir denn hier? Ja, in den Seelenraum schimpft er sich, wie man es oben rechts sehen kann. Und ich sehe gerade, hier gibt es einiges an Müll, das wir wegmachen können. Und dafür kriegen wir Scherben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Scherben vielleicht auch
Ofen wieder einschmelzen könnte, ähnlich wie mit dem Metallschrott, dass man daraus dann ein bisschen Glas machen kann. Okay, das kriegt man nicht weg, dafür braucht man Technologie. Sei es drum. Okay, zack. Das hier noch. Okay, soweit so gut. Können wir nichts machen. Hier können wir soweit erstmal nichts machen. Oh, das können wir reparieren. Reparieren den Seelenextraktor. Oh, das könnten wir sogar eigentlich alles mit unseren Ressourcen, die wir haben, machen. Eisenfache Eisenstücke, Nägel, Balken. Das sollte ja eigentlich zu machen sein. Das können wir ja mal noch in Angriff nehmen. Okay, behalten wir im Hinterkopf. Und was ich jetzt ja auch mal sagen muss, was ich ja gelernt habe, man muss mit den Leuten sprechen in diesem Spiel, um irgendwie weiterzukommen. Und auch vielleicht öfter als einmal. Also tun wir das doch mal. Was ist los? Warum gehst du nicht rein? Ich bin plötzlich schwach geworden. Und oder ist da was mit der Luke nicht in Ordnung? Versuch du doch mal. Sie bewegt sich kaum. Ist wohl eingerostet. Was sollen wir jetzt tun? Müssen wir sie aufbrechen? Vielleicht können wir die Luke schmieren. Das würde bestimmt helfen. Klingt nach einem guten Plan. Also gut, du holst etwas Öl und ich bewache die Luke. Ich habe dir doch schon gesagt, dass nie jemand hierher kommt. Also ich bin doch auch hier hingekommen, oder? Vielleicht kommt ja noch jemand. Geh jetzt und mach dir keine Sorgen. Ich passe gut auf. Okay, schon haben wir einen neuen Auftrag. Und Geist können wir auch nochmal schnacken. Lächler, nennt er sich ja. Ich habe ein paar Fragen an dich. Du willst, dass ich etwas mit dir teile, ja? Würdest du mir dann was Leckeres bringen? Ich habe schon ganz schön lange nichts mehr gegessen. Bring mir einen Beerenkuchen, dann unterhalten wir uns. Ich glaube, ein Rezept für Kuchen haben wir ja, aber Beerenkuchen? Puh. Okay, Seelenbehälter. Also wir brauchen hier auf jeden Fall immer einfache Eisenstücke. Einfache Eisenstücke, Nägel und Balken. Das können wir jetzt ja vielleicht gleich immer noch ein bisschen craften, wenn unsere Ressourcen das zulassen. Wollen wir doch mal prüfen. Die Möhrchen wollte ich da noch reinlegen, genau. Wollen wir doch mal prüfen, was unsere Ressourcen dazu sagen. Erstmal wollen wir hier gucken, dass wir Glas... Ah, Tatsache, seht ihr? Wir können hier das Glas wieder einschmelzen. Die Bruchstücke. Gut, dann mach das doch mal, dann kriegen wir hier nette Glasscheiben. Und ich glaube, ich hatte auch noch ein bisschen Glas hier auf Tasche. Ja, tatsächlich, aber ich habe keinen Platz mehr. Aber wir brauchen ja auch die einfachen Eisenstücke, Nägel, Holzbalken... Ich glaube, mit den einfachen Eisenstücken kommen wir jetzt aber noch nicht so weit, wenn ich das so sehe. Dann wollen wir davon vielleicht dann doch noch ein paar machen. Machen wir einfach mal 10 Stück. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da unten kommen mit dem Bauen. Oh, Brot brauchen wir vielleicht. Alles am Brot aufgefordert. Vielleicht noch gleich noch einmal im Haus vorbeigucken, ob da jetzt schon was fertig ist. Brot, ah, tatsächlich 6 Stück. Sauber. Und ein neuer Tag bricht gerade an. Ich glaube, wir gehen jetzt einmal den Umweg übers Dorf, um direkt etwas Öl zu holen. Dann machen wir das hoffentlich alles in einem Abwasch. Und genau. Das wäre jetzt so mein Plan. Ah, der Inquisitor ist schon auf dem Weg, sehe ich gerade. Habe ich noch gerade so erkannt im Augenwinkel. Aber da kommen wir leider ja auch noch nicht weiter, weil er möchte ja gerne Flugblätter haben. Die können wir ja erst herstellen, wenn wir Tinte haben. Und Tinte bekommen wir tatsächlich nur vom Astrologen. Und der Astrologe wird mit uns hoffentlich jetzt sprechen, wenn wir gleich nochmal mit Gary gesprochen haben. Ja, ich weiß, es ist alles verworren, aber es wird. Ding dong, bing bong, ich bin der Digo. Bin ich der Digo? Handeln wir doch mal mit ihm. Und wir bräuchten dann einmal Öl. Genau. Samenöl. 1. Ach komm, nehmen wir gleich 2 mit. Was man hat, das hat man. Habe ich den Lagerplatz dafür? Das sei wieder dahingestellt, aber... Wir können auf jeden Fall die Hanfsamen auch nochmal. 4 Stück hat er. Die nehmen wir auch gleich nochmal mit. Mit uns einverleiben. Und haben wir eigentlich noch... Ne, wir haben keine Urkunde, die wir jetzt auch verscheuern könnten. Bestattungsurkunde. Also dann direkt wieder zurück. Dann haben wir zumindest schon mal etwas Öl. Beerenkuchen. Überlege ich gerade, können wir den vielleicht hier trotzdem... Totenpferd kaufen, schauen, handeln. Hat der Beerenkuchen? Nee, das sieht nicht so aus. Oder? Warte mal. Da ist ja schon Stufe 2 freigeschalten. Muffin, Zwiebelringe, Toast mit Zwiebeln. Nee, Zwiebelringe. Auch nicht. Nein, nein. Leider nicht. Okay. Dann bald wieder direkt mit dem Fußbus zurück. Mit unserer granatenstarken Abkürzung. Eintraden. Weiter geht's.
Dann wollen wir jetzt erstmal in die Leichenhalle, quatschen wir einmal mit Gary, bevor ich das wieder vergesse. Und der nächste Tag ist dann ja auch schon der Tag, der Mondtag, wo wir dann mit dem Astrologen sprechen können. Und das wollen wir dann natürlich auch gerne tun. Also erstmal mit Gary gequatscht, dass der uns da hoffentlich auf den richtigen Weg bringt. Ich habe ein paar Fragen. Wie komme ich nach Hause? Ganz einfach. Du kannst bestimmt das Portal auf dem Hexenhügel nutzen. Muss einfach nur hindurchgehen, oder was? Muss ich es erst anschalten? Habe hier drin offensichtlich kein Gehirn. Also weiß ich auch nicht, woher dieses Wissen kommt. Ich habe dir alles verraten, woran ich mich erinnere. Vielleicht kann dir ein paar Bücher aus der Bibliothek weiterhelfen. Wow, die Kirche hatte eine Bibliothek im Keller. Oder vielleicht weiß der Astrologe etwas. Der ist ziemlich clever. Er hat als Kind immer wieder Bücher aus Bibliotheken mitgehen lassen. Aha. Fragen nach dem Astrologen. Oh, er ist so klug und immer fröhlich. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber das denke ich zumindest. Aber sein Wein ist der beste und er war ein guter Freund des Leuchtturmwärters. Sie trafen sich jeden Montag am Leuchtturm. Wo ist der Leuchtturm? In der Nähe von, lass mich mal nachdenken. Saat, ich hab's vergessen. Die ganzen Fragen sind so frustrierend. Du bist kein guter Freund, weißt du? Okay, wir kommen zur Bibliothek. Machen wir es auch gleich mit. Natürlich, durch die Kirche. Und ich glaube, dein Weinkeller schließt an die Kirchengewölbe an. Oh, sogar die Leichenhalle ist irgendwie damit verbunden. Da unten gibt es ein ganz Netz von Tunneln und Gängen. Netz. Ich fische gern. Ich kann mich an Fischen erinnern. Da haben wir einen Fisch gefangen. Der war so zart. Ich habe keine Hände. Aber glaub mir, der war riesig. Ich hasse Fischgeschichten. Und einmal... Weißt du was? Ich muss los. Klar, ist ja auch toll, wenn man Beine hat. Vergiss nicht, mir Wein mitzubringen. Zurück. Bis später. Okay, also ein Netz von Tunneln, das haben wir jetzt ja dann auch schon abgeschlossen. Mehr oder minder. Hier etwas Öl. Bist du sicher, dass du damit die Luke schmieren kannst? Riecht irgendwie komisch. Ja klar, ist doch ganz normales Öl. Nein, ganz sicher nicht. Ich erinnere mich an irgendwas, aber ich komme nicht drauf. Siehst du, das Öl hat geholfen. Die Luke lässt sich jetzt öffnen. Dann schauen wir mal, was sich darin verbirgt. Oh, ein Nachtlager. Oh, Zorn der Älteren, was für eine... Sieht so aus, als hätte ein besoffener Riese hier eine wilde Party gefeiert. Was sollen wir tun? Das ist schon in Ordnung. Wir können die ganzen kaputten Möbel auseinanderbrechen und sie mit neuen Sachen ersetzen. Du würdest mir wirklich helfen, mich niederzulassen? Wenn es eine kleine Belohnung gäbe, würde es mir noch leichter fallen. Ein Fuchs? Ich habe nicht viel, aber abgemacht. Hey, Eurik, weißt du, was das hier ist? Scheint mir irgendein uraltes Kunstwerk zu sein. Darüber steht etwas in meinen Notizen. Ja, genau hier. Es wurde hinter der Kirche ausgegraben und wurde aus mehreren Stücken zusammengesetzt. Interessant. Aus wie ein Buntglasfenster. Wäre schön, wenn wir das in der Kirche einbauen könnten. Das ist sehr hübsch. Klar, schön, dass es dir gefällt. Aber machen wir doch mein Zimmer zuerst fertig. Dann können wir uns um das Fenster, ja? Was können wir denn reparieren? Teppich reparieren. Was brauchen wir dafür? Haut. Haben wir tatsächlich, glaube ich, sogar noch zu liegen. Bett reparieren. Ah gut, es war zwar für was anderes gedacht, aber dann machen wir das doch erstmal. Dass Eurik sich ja auch wohlfühlt. Ein Zahn? Wem der wohl gehört? Vielleicht weiß Gary das ja. Ich sollte ihn mal fragen. Okay. Ja, den Teppich können wir noch nicht. Ah, da brauchen wir jetzt schon noch mehr Holz. Balken, Nägel, Holzbalken. Okay. Reparieren. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Reparieren. Ach, dafür reicht's. Für die Holzkiste. Sehr schön. Ah, na, das sieht doch gleich hier ein bisschen wohnlicher aus, oder was? Dann holen wir wohl mal noch ein bisschen Material. Noch ein wenig mehr. Und machen das dem Eurik da unten erstmal gemütlich. Auf dem Weg nach draußen befragen wir einmal Gary nach dem Zahn. Gary, weißt du vielleicht, wessen Zahn das hier ist? Mal sehen. Hey, na du, das ist mein Zahn. Gib ihn zurück oder ich beiß dich, du Dieb. Warte doch mal. Ich habe ihn in der Nähe gefunden und habe mich gefragt, wem er gehört. Schau mal, der ist ganz alt und staubig. Ach ja? Jetzt erinnere ich mich. Irgendwann hatte ich mal so schlimme Zahnschmerzen, dass ich nicht mehr weiter wusste. Ich musste diesen Zahn loswerden. Also gehören die ganzen zerbrochenen Flaschen in dem Raum auch dir? Welche Flaschen? All die... Ist auch egal. Okay.
Das hat Gary auch mal da unten gehaust. Warum auch immer. Er war doch Friedhofswärter. Der hatte doch da oben genug Platz eigentlich in seiner Hütte, oder nicht? Alles sehr strange. Sehr strange, sehr strange. Zack. Sehr schön. Das gab einen Haufen Glas. Glas, Glas, Glas. Ach, jetzt bin ich schon wieder verkehrt abgebogen. Verflucht. Ich wollte doch noch einmal zur Erzeugnistonne. Und da dann die Maden rausschmeißen. Der Rest ist ja eh noch nicht fertig. Maden, Torf und Hanfsamen. Genau. Zack, raus damit. Und dann können wir hier auch gleich wieder das nächste fertigen. Genau. Dass auch ja der Dünger nicht ausgeht. Spielerglas fertig. Zack. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen Holz machen, wa? Das nützt ja nur nichts. Vorher mal ein bisschen Brot in die Figur geschoben. Oh, das sieht gut aus. Fertigen. Und wir brauchen Balken. Ja, das geht so fix. Das ist immer noch ein Traum. Holzplanken brauchen wir auch. Zack. Und ja, jetzt brauchen wir erstmal wieder neues Holz. Wir hatten doch südlich, glaube ich, noch irgendwo... Ah, hier ist es ja fast egal, ne? Oh, jetzt ist sogar eine Leiche da. Ne, jetzt haben wir dann erstmal andere Prioritäten. Gucken wir uns doch mal die Leiche an, die da ist. Psst. Hier lang. Zack. Nehmen wir uns den Kollegen mal mit. Und dann schauen wir mal. Autopsie. Oha. Ah. Da könnten wir jetzt Blut und Fett entfernen. Und dann hätte der immer noch ein quasi Minus. Machen wir das? Ja, machen wir. Komm. Holen wir das mal raus, das Zeug. Den Schnodder. Zack. Okay. Jetzt müsste er ja... Mal gucken. Ja, jetzt hat er 4 weiße Schädel, einen roten. Damit kann ich erstmal leben im ersten Moment. Gleich einmal Blut und Fett hier wieder wegpacken. Das muss ich hier ja nicht in Taschen vollmüllen. Zack. Zack. Genau. Und dann wollen wir die Leiche auch gleich verscharren. Mann, ich glaube, den müssen wir zwischendurch eigentlich auch schon fast mal pennen. Nicht, dass er uns hier nachher auf dem Zahnfleisch läuft. Aber ja, wir werden sehen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Zack. Lassen. Dann wollen wir den Kollegen hier gleich mal verbuddeln. Die Grabstätte wollen wir. Oh, ich würde sagen... Ach, machen wir doch mal hier. Weiter. Da finde ich das ganz gut. Zack. Ausbuddeln. Zack. Rein mit dir und erstmal zumachen das Ganze. Ja, ich weiß, wir müssen auch noch wieder jede Menge Grabsteine, Steinumrandung herstellen. Aber gemach, gemach, liebe Community. Wir kriegen das schon noch auf die Kette. Hoffentlich. Früher oder später. So, wir waren eigentlich stehen geblieben. Bäume, genau. Wir wollten uns einen schicken Baum holen, damit wir... hoffentlich dann auch mal dann komplexe, ja nicht komplexe Eisenstücke, nach Eisenstücke, genau. Holz meine ich, meine Güte. Dieses nette Holz, wie schimpfte sich das? Ah, wir werden es gleich sehen. Hey, rein da, zack. Werden es gleich sehen. Holzbalken, danke, das war's. Holzbalken wollen wir noch herstellen. Zack. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, machen jetzt auch nochmal einfache Eisenstücke gleich nochmal mit. Energie das hergibt, natürlich nicht. Brot. Yep. Dann gehen wir übers Haus, um wieder Brot einzusammeln. Dann in den Keller. Laufen dann da nochmal hin. Bauen ein paar Sachen auf. Und jetzt ist auch schon Montag. Heißt, wenn wir die Sachen da unten veräurigt dann aufgebaut haben, dann können wir uns dann mit Tagesanbruch noch daran machen, dann flinken Fußes einmal nochmal ins Dorf zu kommen und dann hoffentlich endlich mal mit dem Astrologen zu sprechen. Ach ja, dafür brauchen wir Schweinshäute, ne? Das müssen wir gleich nochmal holen. Oder überhaupt... Oh nein! Wieder zu wenig, verflucht. Reparieren reicht's dafür? Ja, dafür reicht's. Sehr gut. Immerhin etwas. Zack! Mensch, das sieht ja ganz nett aus hier, wa? So, reparieren. Den Teppich. Gut, da brauchen wir dreimal Haut für. Das kriege ich aber auch noch hin. Was bauen wir hier jetzt? Dann noch einmal Holzplanke. Ach, das ist jetzt ja schon wieder ärgerlich. Nur wegen dieser einen Holzplanke. Doof. Doof, doof. Macht aber nix. Macht gar nix.
Ich weiß, wenn wir mit dem Astrologen sprechen können, dass er gerne auch mal einen Schädel sehen würde. Das habe ich schon mal gelesen, tatsächlich. Und deswegen nehmen wir uns jetzt auch gleich einen mit. Schon gleich einen auf Tasche haben. Und machen wir uns jetzt da noch schnell die eine Holzplanke. Ach ja, komm, dann ist das da unten bei Eurik abgehakt und dann gehen wir auch schnellen Fußes dann ins Dorf. Ja, das machen wir jetzt so. Habe beschlossen, das machen wir jetzt so. Komm, Holzplanke. Aber man kann hier tatsächlich immer nur die Bäume zersägen. Kann man denn hier eigentlich? Ich nicht irgendwo an der Werkbank? Genau, da kann ich daraus auch Holzplanken machen. Aber dann nur eine wahrscheinlich, ne? Ja. Ah, I see, I see. Deswegen macht das denn doch Sinn, das Ding vielleicht noch stehen zu lassen. Okay. Langsam schließt sich der Kreis für mich. Aber die machen wir jetzt noch schnell fertig. Sollten wir das dort bei Eurik nämlich auch soweit zumindest sein Jugendzimmer auf Vordermann gebracht haben. Und kurzfristige Entscheidung, wir gehen jetzt erstmal ins Dorf zum Astrologen, quatschen mit dem und dann auf dem Rückweg latschen wir bei Eurik lang. Genau, so machen wir das. So machen wir das. Also nichts wie raus hier. Ah, Sonne ist gerade aufgegangen. Herrlich, pünktlich. Pünktlichkeit, sehr schön. Dann hier flinken Fußes. Gehen wir dann zum Leuchtturm. Und ja, da wir hier ja auch mit allen DLCs spielen, habe ich mir überlegt, ich glaube, ich werde nicht umhin kommen, ab und zu mal ins Wiki gucken zu müssen, weil sonst, glaube ich, wird das hier sehr lange, sehr viel Fischen im Trüben sein. Und ich möchte auch gerne vorwärts kommen, beziehungsweise ich möchte euch auch gerne was zeigen und nicht immer nur zeigen, wie ich mich gerade zu unklug anstelle in einigen Situationen. Ich werde es trotzdem noch versuchen, vieles in Trial and Error zu machen, aber da dann vielleicht auch ein wenig über meinen eigenen Stolz wegzusehen, dass man dann vielleicht auch mal nachgucken muss. Man muss ja nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Hallo, bist du der Astrologe? Das war ich mal. Jetzt bin ich nur noch eine verlorene Seele in dieser verwahrlosten Welt. Ich bin der neue Friedhofswärter und ich brauche deine Hilfe. Jeder braucht irgendetwas, außer mir. Wissen macht einsam, junger Mann. Du wirkst ziemlich zufrieden. Deine trivialen Bedürfnisse bedeuten mir nichts. Also kannst du mir nicht helfen. Mal sehen, du kümmerst dich um den Friedhof. Ja. Psst, still. Bring mir einen Schädel. Das ist verboten. Aber wen kümmert schon die Regeln dieses blöden Inquisitoren? Den schwarzhaften Gary? Er ist mein Freund irgendwie. Ich glaube nicht, dass er das angemessen wäre. Nein, ich brauche einfach irgendeinen Schädel von irgendeiner Leiche. Gib ihm den Schädel. Ha, wir sind vorbereitet. Nicht gerade sauber, aber alles am richtigen Platz. Du scheinst ein Talent für Anatomie zu haben. Der menschliche Körper ist so mysteriös. Vielleicht noch mehr als die Sonne und die Sterne. Ich glaube, dass du eines Tages viel über den menschlichen Körper und die Seele lernen wirst. Aber auch dann noch wirst du dich absolut verloren fühlen. Da wir jetzt Komplizen sind, sag mir, was willst du von mir, mein neugieriger Freund? Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Tinte und Papier. Bitte. Das habe ich. Ich habe viele nützliche Dinge. Jedes davon mag nützlich für einen angehenden Wissenschaftler wie dich sein. Ich kann diese Dummköpfe von der Universität nicht ausstehen. Ich verdiene mir mein Geld lieber woanders. Handeln, Jawolski, endlich. Seht euch das an. Stift und Tinte. Stift und Tinte. Tinte können wir kaufen. Ah, herrlich. Jetzt bloß die Frage, Feder, wenn man Stift und Tinte kauft, kostet das 2,50. Eine Feder kostet 20 Kupfer, Tinte kostet 1,50. Ja, das heißt, wenn wir das selber craften, ist es ja im ersten Moment erstmal günstiger. Sehe ich das richtig? Ja, würde ich schon sagen. Also, nehmen wir alles mit an Tinte, was du hast. Keine Ahnung, wie viele Federn wir brauchen. Ja, ja, das wäre auch schnell teuer. Nehmen wir erstmal 5 Federn mit. Okay, man kann sogar Bücher kaufen, wofür man Punkte bekommt. Ach, Herr Jemine, das ist ja was. Abgefahren. Das ist ja richtig abgefahren. Na gut, das kostet natürlich auch einiges, ne? Aber okay. Okay, okay, okay. Das, ja, freut mich. Fein. Und wenn wir schon mal hier sind, ich brauche deine Hilfe, ich muss das Portal öffnen.
Mein Freund hat mir erzählt, dass du vielleicht weißt, wie man das Portal auf dem Hexenhügel öffnet. Davon habe ich noch nie gehört. Nun, vielleicht nicht unbedingt noch nie, aber schon sehr lange nicht mehr. Ich hatte da mal einen Freund, der war übrigens auch Friedhofswärter, genau wie du. Und der war wie besessen von diesem Portal. Es ist unglaublich, wie viel er über dieses Portal wusste. Was ist aus ihm geworden? Er ist einfach verschwunden. Niemand hat seither von ihm gehört. Ich habe versucht, ihn zu finden, aber niemand kannte ihn mehr. Ich fing schon an, mir einzureden, dass ich mir das alles nur ausgedacht habe. Das war keine einfache Zeit für mich. War sein Name vielleicht Gary? Ich weiß nicht, wie er hieß. Wir haben ihn immer nur bei seinem Spitznamen gerufen. Werther. Also was ist mit dem Portal? Ich glaube, er hat einen Weg gefunden, es zu aktivieren. Es war irgendetwas Magisches. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber das sollte in seinem Tagebuch stehen. Kurz vor seinem Verschwinden gab er mir diesen Schlüssel. Er öffnete ein Tor im nördlichen Teil des Kirchenkellers. Irgendwo dort bewahrt er seine wichtigsten Notizen auf. Warum hast du diese Notizen nicht an dich genommen? Oh, ich hab's versucht, aber es gibt da einen speziellen Trick. Bei diesem Schlüssel habe ich monatelang erfolglos versucht, ihn herauszufinden. Vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein. Und der Schlüssel öffnet gar nichts. Du kannst ihn jedenfalls haben. Verwende den Schreibtisch im Kirchenkeller, um herauszufinden, wie der Schlüssel funktioniert. Wenn du sein Tagebuch gefunden hast, bring es zu mir und ich werde herausfinden, was dort über das Portal geschrieben steht. Sauber! Leute! Ich glaube, jetzt haben wir endlich diesen vermaledeiten Schlüssel, den wir auch brauchen, um die Anleitung für den Schlüssel, ne? Um das benutzen zu können. Es geht heute hier Schlag auf Schlag, Leute. Das ist der absolute Oberknaller. Also jetzt wieder fix mit dem Fußbus zurück. Wir haben endlich Tinte. Ich bin so happy, dass wir Tinte haben. Jetzt könnten wir sogar die Anfrage von Wagner endlich erfüllen. Aber alles zu seiner Zeit. Wir wollen jetzt erstmal zurück. Ulrich noch das Zimmer schick machen, damit sein Jugendzimmer wieder auf Vordermann ist. Und dann noch ein bisschen Sachen sortieren, würde ich sagen. Also. Zack, 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 zack. Er läuft mir manchmal nicht schnell genug, ne? So, nach unten. Weiter geht's, wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Dann können wir hier im Vorbeilaufen eigentlich gleich am Arbeitstisch dann uns mal den Schlüssel näher ansehen. Wir haben jetzt ja auch die Anleitung. Diesen schönen Schlüssel hier. Mit der Anleitung, zwei Wissen und Wissenschaft. Ah, Halleluja, das passt ja alles wie die Faust aufs Auge. Na, dann mal los. Aha, der Gegenstand kann zerfallen in Wärterschlüssel und gab dann auch gleich nochmal. Was haben wir denn jetzt hier als Schlüssel? Aktiver Schlüssel, Wärterschlüssel. Aha, aha. Okay, gut. Erstmal zu Eurik. Jugendzimmer weiter aufbauen und dann können wir gleich vielleicht noch das Tor öffnen. Zack, zu Eurik. Ah, ich habe glaube ich die Haut nicht mit, ne? Ah, immer noch nicht. Meine Güte. Naja, egal. Bauen wir jetzt erstmal den Tisch auf. Zack. Schöner Tisch. Ja, das sieht doch langsam ganz nett aus hier. Das sieht doch aushalten. So. Dann holen wir noch drei Haut. Die müssten wir eigentlich noch auf Tisch haben. Wenn ich schon mal hier bin, könnten wir Stift und Tinte herstellen. Dreimal. Okay, dafür haben wir jetzt eine Feder zu wenig, sehe ich gerade. Schade. Hätten wir schon sechsmal Stift und... Naja gut, aber wir brauchen ja eh eine Tinte für Wagner, glaube ich, ne? Tinte war das, glaube ich, was der gute Mann haben wollte. Wir brauchen Haut. Ah, wir haben keine Haut. Zwei Haut haben wir. Ach, verflucht. Dann müssen wir wohl auf die nächste Leiche warten. Sei es drum, dann ist es so. Dieses Gitter ist verschlossen, ich glaube. Dieses Gitter hat den richtigen Schlüssel, um es zu öffnen. Ich glaube, wir haben den richtigen Schlüssel, aber vielleicht müssen wir auf Schlange warten. Mal gucken. Könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze triggert. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Leute, wir haben wieder eine ganze Menge geschafft. Jetzt kommt sogar gerade die nächste Leiche an. ich hoffe, dass ihr Spaß hattet beim Zusehen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir haben heute richtig viel geschafft. Wir haben im Seelenraum aufgeräumt ohne Ende. Wir haben endlich mit dem Astrologen sprechen können. Wir haben Euriks Jugendzimmer fast fertig eingerichtet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich riesig über ein Like
einen Kommentar oder im besten Fall sogar ein Abo freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen granatenstarken Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.